So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Battlefield 3. Ich bin der Fangamer. Wir sind noch immer in der Bank. Wo es viele Hinrichtungen gab, viele Tote. Wir können uns abseilen. Okay, da geht's gut. 20 Meter. Aber was das für eine ist? Schrot. Ah. Mission Impossible, jawohl. Da 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 da. So, Leute. Mich ist es hier etwas überkommen. Diejenigen, die es nicht gekannt haben. Das sollte das Mission Impossible Team sein. Bisschen blödeln gehört dazu. Ich bin immerhin der Fun Gamer. Na dann. Schmeißen wir es mal rein. Tschabam. Bork. Den hätte ich fast übersehen. Oh. Jetzt machen wir eine, wenn wir es können. Oh. AK-47 ist gut. Gesichert. Was zum Teufel ist das? Montez. Riechst du das? Rauch. Kodit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Scheiße, ist die schwer. Ich gehe rein. Wir gehen alle rein, würde ich sagen. Hier gibt es Karten von Paris, New York und auf einem Zufahrplan steht 6:02. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. So, sind wir gespannt, was hier ist. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Oh, Scheiße. Weißt du, was das ist? Ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Da! Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter.
Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hier, Führung Misfit. Ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Nope, kein gutes Zeichen. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nachts Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Alles von mir. Dann wissen Sie also nichts von Paris? Sie haben verstanden. Er hat es nicht verhindert. Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz, Wimpeleinheit. Dimitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sage ich es Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к неприятному обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Потому он не сможет активизировать ядерный чемоданчик в расстоянии, если мы будем близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Oha. Mach dir das recht. Schaut so aus, als wenn man jetzt einen Terroristen spielt. Bist du deppert? Anscheinend steht man hier jetzt mal auf der anderen Seite. Oh! Oh!
Uiuiui. Alter, was heißt Dimbeschuss? Fail! Mal wieder. Fail the mission. Nein. Alter, was heißt das wieder Teambeschuss? Ah. Na gut, machen wir das nochmal. Leute, ich muss euch sagen, das mit dem Teambeschuss ist mir echt unheimlich. Da habe ich echt Angst. Na, wurscht. Machen wir das halt nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Zu geil. So, diesmal gehen wir es ganz langsam an. Oh. Oh.
Warum werde ich da getroffen? Endlich sind wir da weiter, mal. Oh. So, denke ich, bäh. Oh. Scheiß die Wand an. Da geht die Party ab, bist du deppert. Die Waffe macht mehr Sinn. Der kann man schön präzise schießen. So. So. Trotzdem. Fail, Start. Kommt man jetzt hier gut voran? Oha. Boah, Alter. Scheiß die Wand an.
gut. Oh. Man ist hier zu stürmisch, zu hektisch. Und wie wir das hier lösen, glaube ich, werden wir in der nächsten Folge wissen.